Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Black Forest Drive und heute schauen wir uns mal an, wieso man sich ein GLE 63 kauft. Ab 117.000 Euro gibt es den GLE 63 AMG. Es gibt noch einen 43 AMG, also die Einstiegsvariante, und den 63er S. Jetzt schauen wir uns aber gleich mal das Interessanteste von dem Fahrzeug an, und zwar hier unter der Haube, was da drin steckt, und zwar ein V8. Ja, was haben wir hier? Wir haben hier einen V8 Biturbo mit 557 PS. Das Ganze beschleunigt in 4,3 Sekunden auf 100. Das ist eine ordentliche Ansage für so ein Gewicht. Und bei 250 hört es dann auf zu beschleunigen, da ist die Höchstgeschwindigkeit erreicht. Und wer es vielleicht noch nicht weiß, aber bei AMG heißt es ja immer, ein Mann baut den Motor, das heißt One Man, One Engine. Und in unserem Fall hat ihn der Herr Helfer gebaut. Gehen wir ganz kurz ein bisschen aufs Design ein vom GLE 63. Ja, AMG typisch hier dieser Doppelgrill, der einfach auch nochmal ein bisschen Sportlichkeit zeigt mit dem AMG Badge. Wir haben den Zunen Grill, das heißt, wir haben hier die ganzen Assistente, die Mercedes hergibt, verbaut. Sonst hätten wir hier einen Stern zum Reinfassen. Und auch sonst wirkt mit diesen riesen Lufteinlässen hier, die wir von AMG kennen, auch auf der anderen Seite natürlich, das ganze Fahrzeug sportlich. Ja. Zusätzlich gäbe es noch, das möchte ich hier mal an der Front erzählen, weil wir hier so eine Chromleiste seht, die würde auch in schwarz gehen. Das wäre das Night-Paket, das Night-Package bei Mercedes. Das sind die Seiten, was da an Chrom zu sehen ist, in schwarz. Hinten wäre alles, was in Chrom zu sehen ist, schwarz. Und eben auch hier die Leiste. Muss man mögen, man kann das Chrom auch lassen. In dem Fall haben wir das jetzt hier mit dem Chrom. Noch was ganz kurz zu den Lampen. Haben wir hier die besten Lampen, die es für den GLE gibt, verbaut. Das nennt sich das LED-intelligente Leitsystem. LED-Technik natürlich, LED-Tagfahrlicht, LED-Scheinwerfer und bietet natürlich eine richtig gute Sicht, auch in der Nacht. Sind eine der besten Scheinwerfer, die ich so kenne auf dem Markt, und man muss jetzt nicht unbedingt, das gibt es ja neuerdings bei Mercedes noch Multibeam, aber das muss man jetzt nicht unbedingt haben. Ich finde das auch schon richtig, richtig gut, vor allem für seine Zeit. Wir haben hier Baujahr 2015, da kam der GLE raus, da ist das schon eine richtig gute Lichttechnik gewesen. Auch hinten ein bisschen Sportlichkeit mit hier einem Spoiler und ganz klar natürlich den Doppelrohrauspuffrohren von AMG. Natürlich sind es Blenden, aber dahinter ist trotzdem ein Auspuff, der macht auch richtig Sound. Seht ihr aber auch später noch im Video, da machen wir euch ein paar Fahrzeuge rein. Wir haben das Facelift von der Modellreihe. Die Scheinwerfer kennen wir so ähnlich, ja, von der E-Klasse damals. Aber ich finde sie halt einfach gut gelungen, passt zu dem Auto. Ich finde das Fahrzeug sowieso schön. Oh ja, und hinten, was soll man groß sagen? Klar, wir haben hier nochmal so eine ganz dezente Chromleiste, sieht auch sehr schön aus, wirkt auch mit der Chromfläche hier ganz gut. Ja, ich finde die SUV-Form ist hier Mercedes auch richtig gut gelungen, weil ich finde alle Designelemente, die wir hinten oder auch an der Seite haben, die harmonieren hier einfach perfekt. Ja, vielleicht noch ganz kurz was zur Farbe, falls es jemand interessiert. Selenitgrau heißt unsere Farbe, die wir hier sehen, ist eine von 9 Farben. Bleiben wir mal auf der Seite. Wir haben hier die 20 Zoll Bereifung, da gibt es eine davon, und zwei 21 Zoll Bereifungen, aber ich finde die sehr schön und eigentlich auch ausreichend. Ja, nochmal, um auf die Anfangsfrage zurückzukommen, warum sollte man sich einen GLE 63 kaufen? AMG, ganz klar, wenn man Sportlichkeit will, wenn man Power möchte, aber wir haben hier halt auch wirklich ein sehr praktisches Auto. Wir können Anhänger anhängen, wir zeigen euch gleich die Anhängerkupplung. Und wir haben halt ein sehr geräumiges Fahrzeug, 690 Liter Ladevolumen. Und wenn ich die Bänke noch umklappe, sogar 2010 Liter Ladevolumen. Und das ist schon einiges, ihr seht's, da passt viel rein. Und wir haben trotzdem einen AMG. Jetzt zeige ich euch noch die Anhängerkupplung. Ihr zieht hier einmal, wartet einen kurzen Augenblick und da ist er auch schon. Praktisch ist der Kofferraum auf jeden Fall, weil wir haben hier noch Schienen, wo man auch noch mal was fixieren kann. Und ich habe hier an der Seite noch einen kleinen Haken, wo ich dann auch was dranhängen kann. Der kombinierte Normverbrauch bei unserem GLE 63 liegt bei 11,8 Litern. Zeigen wir euch noch ganz bisschen den Innenraum, was da wichtig ist, was es da alles gibt.
Dann noch mal ganz kurz was von innen. Wir haben hier wirklich ein sehr komfortables Auto. Wir haben Sitzklimatisierung, Sitzheizung, vorn wie hinten. Wir haben Vor-Entertainment, haben wir euch ja schon erwähnt. Wir haben Sonnenschutz hinten, also ein Rollo. Wir haben also alles, was Komfort angeht, an Bord. Wir sitzen hier auf sehr bequemen Sitzen, auch vorne. Wir haben hier Memory-Sitzverstellung, das heißt, man kann hier drei verschiedene Sitzeinstellungen speichern, falls es mehrere Fahrer gibt. Und wir haben hier auch das AMG Sportlenkrad. Das heißt, wir haben hier an der Seite etwas Alcantara und oben dann beledert. Finde ich sehr schön. Fühlt sich auch haptisch gut an. Macht einen guten Eindruck. Wir haben natürlich Automatikgetriebe beim AMG, das 7-Gang-Automatikgetriebe von Mercedes. Und das schält auch richtig gut. Man merkt die Gangwechsel also nicht, es sei denn, man geht in Sport los und haut natürlich voll drauf. Dann merkt man ein bisschen die Gangwechsel auch schon am Hören. Aber das werden wir euch noch zeigen, den Sound. Wir wollen jetzt mal hier, Keyless Go haben wir, das heißt, ich habe keinen Schlüssel, den ich reinstecken muss. Ich habe hier nur den Start-Button. Ich mache jetzt hier mal die Zündung an. Dann wollen wir euch den Command Online Bildschirm zeigen. Das heißt, wir haben den besten Bildschirm, den es beim GLE gibt. Und der ist hier eben aufgesteckt. Sieht auch gut aus. Wir sind jetzt gerade in der Radioeinstellung. Es gibt noch Media, das heißt USB-Stick und so weiter. Also Konnektivität hat das Fahrzeug. Navigation und Telefon, das bedient man alles hier. Wir haben hier auch den Wandlink-Schalter sowie die Sitzklimatisierung und Sitzheizung hier unten. Die Klimatisierung sowie die Sitzheizung ist dreistufig einstellbar. Und weiter unten haben wir dann die Klimaanlage. Das heißt, da kann man die Klimaanlage einstellen. Kälter, wärmer und wie stark es blasen soll. Und wir haben hier auch Cupholder, blenden wir euch natürlich ein. Wir blenden euch auch den Schalter ein, den kann man nämlich auch kühlen oder beheizen. Sehr praktische Sache, also was halt das Auto alles bietet, ist wirklich genial. Wir haben auch ein Panoramadach hier oben und haben auch das Touchpad von Mercedes, mit dem man auch nochmal das Infotainment-System steuern kann. Und nebendran kann ich eben dann auch die verschiedenen Fahrzeugmodi einstellen, von Komfort auf Sport, Sportplus und Individual. Da kann ich, wenn ich das Fahrzeug dann gekauft habe, mir mein eigenes Fahrprogramm zusammenstellen. Also Lenkung vielleicht auf Komfort und Auspuff dann auf Sport. Irgendwie so, wie man es halt möchte. Der Tacho ist auch sehr schön mit roten Zeigern. Ich werde nachher euch was einblenden. Wenn man die Zündung einstellt, dann gehen die Zeiger einmal rum. Finde ich auch sehr schön. Wir haben da sehr schön rot beleuchtete Zeiger. Da sehe ich auch alles. Wir haben in der Mitte so einen kleinen Kreis noch mit Carbon-Look, was einfach auch nochmal Sportlichkeit darstellen soll. Und dann haben wir einen Tacho, der hier bis 320 geht bei dem Auto. Ist schon sehr schön. Also maximal 250, wenn er abgeriegelt ist. Wenn er nicht abgeriegelt ist, ist es, glaube ich, 280 km/h. 280 ist also Höchstgeschwindigkeit. Weiter geht's nicht. Aber das ist schon eine ordentliche Ansage mit so einem Koffer. Und ich muss einfach sagen, das Auto bietet einfach richtig viel. Wir haben eben ein komfortables Auto mit allem drum und dran. Panoramadach, Sitzheizung, Sitzklimatisierung, bequemen Sitzen, temperierten Cupholdern. Was man sich vorstellt, eine gute Anlage und also alles, was Komfort hergibt. Man kann also sehr lange Zeit verbringen in dem Auto. Man hat aber auch ein sportliches Fahrzeug. Ja. Klar, AMG. Wir haben 557 PS, wo richtig nach vorne schießen. Und wir haben auch ein geräumiges Fahrzeug, einen riesen Kofferraum mit 690 Litern. Und auch in der zweiten Reihe haben wir viel Platz. Da setzen wir uns jetzt auch gleich hin. Also das Fahrzeug bietet einfach alles, was ein Auto bieten muss. Also man kann eigentlich fast sagen, das perfekte Auto. Insgesamt muss man sagen, dass die Materialien hier auch sehr hochwertig sind. Wir haben hier oben auf dem Dashboard überall Leder. Hier Alu als Tierleiste, kann man auch mehr machen. Da gibt es auch noch Carbon und Holz. Wir haben jetzt Alu. Und auch hier unten, wo man sonst überall Hartplastik findet, haben wir hier noch Leder oder zumindest beledert. Macht einen sehr hochwertigen Eindruck. Also wir haben hier wirklich sehr wenig Plastik im Innenraum. Macht schon einen guten Eindruck. Wir haben hier wirklich da Leder, wo es sonst bei anderen Herstellern vielleicht auch Plastik wäre. Jetzt haben wir uns auch nochmal nach hinten gesetzt, um euch das Platzangebot von hinten zu zeigen. Und ich habe hier auf jeden Fall genügend Platz. Ihr wisst ja, ca. 1,80 und von der Seite, ich mache die Tür auch gerade nochmal zu, habe ich auch keine Probleme. Das heißt, ich habe hier auf jeden Fall genug Platz hinten. Bevor ich jetzt wieder aussteige, noch die Information, dass die Sitze auch hinten sehr bequem sind. Thema Komfort. Man kann hier hinten ganz bequem sitzen und nebenher mit dem Vor-Entertainment ganz entspannt Fernsehen schauen oder DVD. Herzlich willkommen dann hier auch noch zum Fahreindruck von unserem GLE 63.
Und hier merkt man gleich, dass wir hier einfach ein Auto haben, mit dem man einiges anstellen kann. Wir haben ein komfortables Fahrzeug. Wir fahren jetzt gerade 160 und ich merke Bodenwellen eigentlich fast gar nicht. Und Platz, haben wir euch ja schon gesagt, haben wir auf jeden Fall jede Menge. Wir haben einen großen Kofferraum, hinten Platz und vorne auch genug. Das heißt, wir haben ein Auto mit viel Platz, mit viel Komfort. Aber ich kann halt auch eben viel Spaß haben, beziehungsweise habe auch viel Power unterm Hintern. 557 PS reicht völlig aus für das Fahrzeug. Und wenn ich dann noch in den Sport Plus Modus gehe, den Sound werden wir euch dementsprechend auch noch zeigen, dann kann man hier schon richtig Spaß mit dem Fahrzeug haben. Das heißt, es ist so ein wenig ein Allrounder, ich kann alles damit machen. Design ist natürlich wie immer eine Geschmacksfrage von außen und von innen auch. Uns gefällt er, auch innen. Und es macht schon Spaß, mit dem Fahrzeug zu fahren. Man kann auch wirklich eine Reise von über 10 Stunden mit dem Fahrzeug antreten, was man jetzt vielleicht von anderen AMGs nicht unbedingt sagen könnte. Wenn ich jetzt zum Beispiel einen AMG GT nehme, da wollte ich jetzt nicht unbedingt 10, 12 Stunden drin sitzen, weil der doch etwas härter ist. Aber mit dem könnte ich mir das gut vorstellen, weil er eben auch komfortabel ist, trotz dass ich jetzt hier 170 oder 180 sind es jetzt schon wieder, fahre. Wir sind allerdings im Komfortmodus, im Sport Plus, da ist er dann schon noch mal ein bisschen stabiler und noch ein bisschen kräftiger mit dem Fahrwerk unterwegs. Das merkt man dann schon. Noch mal ganz kurz allgemein was zum Fahren, also eine Rundumsicht haben wir auf jeden Fall eine gute bei dem Fahrzeug. Ich sehe genügend raus, auch die C-Säule, B-Säule und A-Säule ist nicht zu groß, da gibt es keine Probleme. Das Heckfenster ist auch nicht zu klein, das sehe ich also auch raus. Von den Sitzen her, die sind auf jeden Fall sehr bequem. Also wir sind das Fahrzeug jetzt auch länger gefahren. Platz, habe ich ja glaube auch schon gesagt, haben wir auf jeden Fall genug, vorne wie auch hinten. Und da gibt es also auch nichts zu meckern. Klar, wir sind jetzt hier auch in der E-Klasse, als GL, also GLE heißt es ja. Da muss schon ein bisschen mehr Platz drin sein, das ist ja klar. Aber da gibt es auf jeden Fall nichts zu meckern. Bedienbarkeit von Infotainment-System vielleicht noch während der Fahrt. Auch kein Problem, also geht leicht über das Touchpad oder über diesen Schalter hier unten, kann ich eben leicht das Menü hier bedienen. Habe hier auch noch Tasten, wo ich gleich ins Menü gehen kann, Radio oder Media oder Navigation. Da gibt es also von der Bedienbarkeit während dem Fahren auch kein Problem. Ja, zur Übersicht vom Auto auch in der Stadt, also da gibt es, gut, wir haben jetzt auch hier Helferlein wie Parktronic und Rückfahrkamera, klar, die ermöglichen einem nochmal das etwas leichter einzuparken. Aber ansonsten, wenn man das jetzt nicht hätte, vorne bietet es eine gute Übersicht. Ich sehe auch über die Motorhaube, da gibt es also keine Probleme. Vielleicht noch was zum Sound, weil viele immer bemängeln, dass man mit einem AMG oder mit einem Sportwagen nicht länger wie 4 Stunden auf der Autobahn fahren kann oder nicht länger wie 2 sogar nur, weil dann irgendwann einem der Sound auf den Sack geht. Wir sind jetzt hier aktuell im Komfort, da hört man vom Sound nicht so viel, wenn man richtig drauf beschleunigt, also wenn man mal richtig loslegt, dann hört man ihn kurz, aber ansonsten geht es im Komfort vollkommen in Ordnung. Also da kann man ruhig 6-7 Stunden auf der Autobahn verbringen. Im Sport Plus wäre natürlich lauter, da wird es den einen oder anderen vielleicht dann stören. Die Bremsen sind auf jeden Fall richtig gut, also wenn man da in die Eisen tritt, da geht was. Da braucht ihr keine Angst haben, dass wenn ihr mal 200 fahrt, dass ihr das Fahrzeug nicht mehr verbremst bekommt. Ja, was gibt es noch? Licht, genau, Thema Licht. Wir haben ja intelligent Leitsystem hier, bietet eine sehr gute Sicht nachts. Klar, es ist noch kein Multibeam, aber es ist auf jeden Fall trotzdem richtig gut. LED-Lichter in der Nacht, was will man mehr? Also lichttechnisch gibt es da nichts zu meckern. Anlage haben wir Harman Kardon, die ist auf jeden Fall auch richtig gut. Ich meine, wer sich mit Anlagen ein bisschen auskennt, weiß, dass die zu den besseren zählen. Und ja, man kann sich natürlich dann auch noch individuell einstellen. Mehr Bass, weniger Bass, aber auf jeden Fall eine richtig gute Anlage.
Das war es schon wieder von unserem Video vom Mercedes GLE 63 AMG. Uns hat das Fahrzeug auf jeden Fall beeindruckt, weil wir haben alles, was man braucht. Viel Komfort, viel Platz und natürlich auch viel Power mit 557 PS. Und das Design gefällt uns sowieso sehr gut. Klar, ist auch eine Geschmacksfrage, aber wir haben hier wirklich viel Technik an Bord und viel Komfort. Jetzt liegt es an euch. Schreibt gerne in die Kommentare, was ihr zu dem Fahrzeug denkt, ob es euch gefällt oder auch nicht. Und natürlich ganz wichtig, wenn wir irgendwas noch nicht gesagt haben, was euch interessiert hätte, gerne Fragen in die Kommentare, dann beantworten sie. Und ansonsten gilt, wenn euch alles gefällt, was wir so treiben, dann könnt ihr uns abonnieren. Und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Fahrzeug direkt wieder.